Nein, vielen Dank. Ich habe ein bisschen Angst vor euch, deshalb spreche ich jetzt nicht mehr mit euch. Ihr habt mich so böse angeguckt. So, ihr beiden kommt mal nach vorne. Wir lassen Michael abbauen. Darf der deine Gitarre abbauen? Oder willst du es selbst machen? Okay, dann kommt man vorne. Ja, man muss ja Musik nach einem Handwerkszeug fragen, oder? Da darf nicht immer jeder dran. Tschüss. Hallo, ich setze mich mal zwischen euch. Das ist schön, wenn ich da hochkomme. Halt mal. Ja, Musiker sind ja keine Sport, ne? Das muss man immer sagen. So, ich fange mit ihr an. Ladies first. Hallo, wer bist du? Franziska. Bist du das erste Mal da? Ja. Okay. Du warst nämlich letztes Jahr schon da, wenn ich mich richtig erinnere. Du bist nämlich Broilers-Fan. Broilers? Ja, ich, ja, Entschuldigung. Ja, ich bin der Leon und ich bin 8 Jahre alt und bin das zweite Mal hier. Genau, er war nämlich letztes Jahr schon da und hat auch einen Song von den Broilers gesungen. Das erste war von den Broilers, oder nicht? Ja. Das war Wubbelatte Dank. Ja, Wubbelatte Dank. Ja, das war nur nach vorne gehen, auch von Broilers. Du bist also richtiger Broilers-Hardcore-Fan, richtig? Ja. Gehst auf jedes Konzert, wenn es irgendwie fahrbar ist? Nein, ich war nur einmal auf dem Konzert von denen und ich höre mir halt immer die Musik halt so an. Das ist auch eher so rockig, ne? Also ich kenne die nicht so gut. Das ist halt so ein Punkrock-Bereich. Ah, okay, gut. Auch Broilers-Fan? Ja, aber eher nicht. Okay. Jetzt habt ihr aber zum Schluss was von Nirvana gespielt. Einer Band, die es schon lange nicht mehr gibt, weil Kurt Cobain schon ein bisschen länger tot ist. Mit 27 im Übrigen gestorben. So viel weiß ich noch. Wer hat sich Nirvana ausgesucht? Also ich weiß es, von daher. Okay, in der Laudatorengruppe wurde das anders behauptet. Das wurde nämlich behauptet, Michael hat sich das ausgesucht. Wir haben uns alle ausgesucht. Jetzt redet er von hinten auch noch rein, ne? Es war sein Wunsch, aber wir wollten es halt nicht. Ja, und? Das ist mir doch egal. Ich habe mir das gewünscht, weil ich habe gedacht, da sind ja Schädiger mit drin. Und ich habe gedacht, dass das wäre ein super Kombo, das zu verbinden, Groove Kitsch mit den Tänzern. Deswegen habe ich das gewünscht. Die beiden waren sofort einverstanden. Von daher ist es auch jetzt deren Wunsch automatisch. Also ich fand es auch gut, so nicht? Da habt ihr auch so ein bisschen versetzt gesungen, ne? Also da habt ihr euch die Strophe ein bisschen aufgeteilt. Wer hat das entschieden? Im Prinzip ich, weil ich eigentlich besser Englisch kann. Stimmt das? Korrekt. Ist deine Englischlehrerin so schlecht? Dazu sagen wir. Nein. Also du bist ja auch in der Grundschule, richtig? Und du bist ja schon ein bisschen älter. Ich nehme an, du bist schon auf der weiterführenden Schule, ohne dich jetzt nach dem Alter fragen zu wollen. Aber das darf man ja, glaube ich, sagen. Nee, ist ja klar, dass dein Englisch besser ist als seins. Also das soll ich jetzt mehr so ein Gag sein. Aber du singst trotzdem Englisch oder singst du lieber Deutsch? Kommt immer drauf an, was da so vorkommt. Wenn das ganz halt, wenn ich eine ganze Strophe singen muss, dann wird das schon sehr schwer. Okay, und du singst aber lieber Englisch? Ja, also ich kann Deutsch nicht so gut singen. Wirklich nicht? Okay. Deine Lieblingsband hast du schon gesagt, ich persönlich kenne die gar nicht. War das zweite Lied, also das Lied, was du gesungen hast von denen? Nein, das war von Linkin Park. Okay, ah, du siehst, ich bin da nicht so ganz bewandert. Ich höre nämlich gerne Deutschrock und Deutschpop. Ich muss ihn nochmal was zur Gitarre fragen. Spielst du auch ein Instrument? Okay. Du bist 8 und hast hier uns letztes Jahr schon ja, verzaubert mit deinem Gitarrenspiel. Wie lange spielst du Gitarre? Weiß ich gerade auswendig, ich glaube 2-3 Jahre. Hast du das auch im Kinder- und Jugendkulturhaus angefangen? Nee, das habe ich zu Hause angefangen, weil mein Vater, der hat immer unten im Keller Musik gespielt und dann hatte ich auch Bock auf Gitarre zu spielen, weil er hat auch Gitarre gespielt. Dein Papa ist Musiker oder so Halbmusiker? Er war mal in der Band, jetzt spielt er alleine nur noch in seinem Keller. Papa, bist du da? Wo ist er? Ach, da! Ich frage jetzt nicht, ob du zu schlecht für den Band bist. Nee, das lassen wir.
Aber er ist ziemlich gut. Hast du ihm Gitarre beigebracht? Ja, zum Teil. Zum Teil und zum Teil selbst? Oder wie? Ja, ja, klar. Ja, und der Rest hatte Michael auch dabei getan. Ne? Okay, er hat die Akkorde beigebracht. Die Akkorde kann ich auch. Kann ich bei dir Gitarrenunterricht nehmen? Wenn du okay, ich nehme das mal. Aber bei Michael da, ich glaube, da ist es besser. Das geht schon länger. Ja gut, ich bin aber beim gut aussehenden Gitarrenlehrer studieren und nicht bei Michael. Das hat er mich jetzt nicht gehört, aber ich muss da eh früher weg. So, ich glaube, hinten wird noch gebaut. Hört sich so an, ne? Hört sich an. Nächste Groove Kitchen Einsatz, habt ihr schon eine Idee, wann der ist? In meinem, also neues Projekt von Groove Kitchen. Da ist im Prinzip Groove Kitchen und da kommen die Kinder hin, die Lust haben, in so eine OT und da machen wir halt Musik. Und jeder kann kommen? Ja. Also auch alle, die hier sind, können alle kommen? Okay, vorher wahrscheinlich anmelden muss man sich trotzdem, also vorher Zeitung lesen, wer Lust hat und dann kann man zu Groove Kitchen kommen. Ja, ich freue mich, ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr wieder dabei. Ja, sag ja, sag ja. Mit dem hast du aber zu Hause schon mal ein Problem, oder? Ja, ja, natürlich. Ja. Gut, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei der Musik. Bleibt dabei, das war richtig toll. Vielen Dank.